Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute haben wir eine französische Dampflok im Angebot für euch von der Firma Jouef und die schauen wir uns im heutigen Video natürlich wie immer ganz genau an. Wir haben wieder ein Soundmodell, das heißt, es wird auch wieder in der freien Wildbahn ein wenig was zum Hören geben und natürlich schauen wir uns die Fahreigenschaften an. Das kommt aber allerdings erst etwas später, denn unser Fahrplan für heute sieht folgendes vor. Wir beginnen mit den Informationen zum großen Vorbild, dann natürlich folgt das Modell hier in 1:87. Erst dann nämlich geht es raus in die freie Wildbahn. Wir hören uns die Sounds der Lok an und zum Schluss kommt dann mein Schlusswort bzw. Fazit und natürlich das Wichtigste, die Artikelnummern. Der Fahrplan steht, verlieren wir keine Zeit, legen los, viel Spaß. Los geht es also nun mit dem großen Vorbild und hier müssen wir sehr, sehr weit in die Vergangenheit reisen, nämlich zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Denn da brauchte die französische Chemin de Fer Etat eine stärkere und schnellere Güterzuglokomotive. Der bevorzugte Entwurf war basierend auf einer Lokomotive der Firma Henschel mit der Achsfolge 1D für die italienische Staatsbahn FS und 1D. Direkt zur Erklärung mit der Achsfolge 1D. Ihr müsst euch das so vorstellen, bei den Dampfloks hatte man die Achsfolgen immer danach beschrieben, wie sie aufgebaut waren. Das heißt, der Großbuchstabe hat immer das Haupttriebwerk beschrieben. Und hier haben wir das Haupttriebwerk bestehend aus vier Achsen. Und der vierte Buchstabe ist nun mal das D. 1 ist im Prinzip der Vorläufer. Das heißt, es gibt Lokomotiven mit einem Vorläufer, es gibt auch Lokomotiven mit zwei Achsen Vorläufer. Das ist hier vorne diese kleine Achse. Deswegen haben wir hier einen Vorläufer 1D und das ist die Achsfolge, weil wir haben hier keinerlei Nachläufer wie bei unseren deutschen Lokomotiven zum Beispiel, wo wir hier unter dem Führerstand dann noch eine Achse haben zur Stabilisierung. Dementsprechend haben wir hier die Achsfolge lediglich 1D. Das also die Erklärung zur Achsfolge. Ja, die Firma Henschel bekam also nun den Auftrag zum Bau dieser Lokomotive mit der Baureihenbezeichnung 140. Und so war es dann zwischen den Jahren 1913 und 1920. Dort hat Henschel sage und schreibe 340 Maschinen dieser Baureihe gebaut und ausgeliefert. Die ersten 70 Lokomotiven mit den Nummern 140, 101 bis 140, 170 wurden 1913 in Frankreich gebaut. Während des Ersten Weltkrieges wurde der Bau der Lokomotiven in drei britischen Werken fortgesetzt. 200 mit den Nummern 140, 171 bis 140, 370 wurden dann 1916 und 1917 geliefert, obwohl 6 davon verloren gegangen sind, als am 30. April 1918 das Transportschiff der Saint-Chamond vor der englischen Südwestküste torpediert wurde. Der Bau der restlichen 70 Lokomotiven wurde verteilt zwischen North British und Welcome Foundry. Die NBL-Loks wurden an die Chemin de Fer de l'East als East 40001 bis 40035 verkauft und die VF-Loks an die Chemin de Fer de Paris à Lyon et la Méditerranée PLM als 140K1 bis 140K35. Und entschuldigt bitte die vielleicht nicht so ganz korrekte französische Aussprache. Nach der Gründung der SNCF 1938 bekamen die East-Lokomotiven die Nummern 1140C bis 1140C35. Die ETAT-Loks die Nummern 340C101 bis 340C370 und die PLM-Maschinen die Nummern 540K bis 5140K35. Nach 1945 wurden die Loks im Osten des Landes zusammengezogen. Bei den Ex-ETAT-Maschinen musste dabei nur das regionale Präfix von 3 in 1 geändert werden. Die Ex-PLM-Lokomotiven wurden umnummeriert in 1140C36 bis 1140C70. Und das ist genau die Lokomotive, die wir jetzt hier im Modell stehen haben. Die Loks waren wirklich sehr effizient und konnten Güterzüge bis 1800 Tonnen befördern. Viele überlebten den Zweiten Weltkrieg unbeschadet und blieben bei der SNCF bis 1970 aktiv. Wegen ihrer maximalen Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern wurden sie auch für die Expresszüge von Paris nach Le Havre, Cherbourg und Granville und auf der Chemin de Fer
de Grand Centeur verwendet und entschuldigt bitte die vielleicht hier und da falsche französische Aussprache. Eine Besonderheit ereilte die Lok 140 C38. Diese wurde bei Vulcan Foundry 1919 mit Werksnummer 3237 gebaut. Die ersten Jahre war die Lok im Dienst der Chemin de Fer L'État, aber wurde 1924 an die PLM verkauft, wo sie als 140 K3 fuhr. Ihr erstes PLM-BW war Montras. In 1941 wurde sie konfisziert und nach Deutschland überführt. Erst im Juli 1950 wurde die Lok in einer Schuppe bei Bonn zurückgefahren und noch im gleichen Jahr nach Chalon-sur-Marne geschleppt, wo sie ihre heutige Nummer 140 C38 bekam. Genau diese Lokomotive beförderte am 20. November 1968 ihren letzten Zug von Gray nach Chalandray. Es war zu gleicher Zeit der letzte kommerzielle Dampfzug der SNCF. Ja, und nach einigen Verkäufen und Wiederaufarbeitung hat es die Lok tatsächlich bis heute überlebt und geschafft, denn am 26. Juli 2013 konnte die 140 C38 wieder angeheizt werden und ist seitdem in Betrieb. Als Museumslok fährt sie also nun durch Frankreich und man kann den Charme der alten Zeit mit ihr dann nochmal erleben. Ja, Freunde, und das war es kurz und knapp zum großen Vorbild. Wie gesagt, nochmal entschuldigt die vielleicht hier und da falsche Aussprache mit den französischen Wörtern. Ist es wirklich ein wenig schwierig, aber ich denke mal, das war schon soweit okay und wir machen jetzt weiter in unserem Fahrplan. Angekommen nun beim Modell in 1:87 und hier, natürlich, ihr kennt es, schauen wir uns an, wie kommt diese schöne Lokomotive zu uns. Wir haben hier von Drift einen wunderschönen blauen Karton und wir haben drinnen einen Kunststoffschuber, worin die Lok sicher drin steht und auch wirklich von allen Seiten fest umschlossen wird. Ganz viel Schaumstoff im Karton, also hier wie gesagt, keine Probleme, die Lok kommt wirklich sicher bei euch an. Zurüstteile, was haben wir dabei? Die Lok ist soweit eigentlich schon fast zugerüstet. Das Einzige, was man halt zurüsten kann, sind originale Blechschilder mit nochmal der Lokbezeichnung. Die kann man sich hier rausnehmen und dann auf die Lok dann anbringen. Dann haben wir hier nochmal Bremsschläuche, Zughaken und, was ich ganz besonders interessant finde, einen Schleifer für AC. Das heißt, man kann die Lokomotive relativ einfach auch von DC auf AC umbauen, denn Drift hat diese Lokomotive nur in Gleichstrom analog und Gleichstrom digital mit Sound. Mithilfe dieses Schleifers kann man dann diese Lokomotive umrüsten auf den Wechselstrombetrieb. Und was auch dabei ist, ist eine recht große Tüte. Ja, echter Kohle, die man dann hier hinten auf der freien Fläche vom Tender oben drauf kippen kann. Und so hat man wirklich einen wunderschönen, ja, Berg an Kohle hinten auf dem Tender, was jetzt nicht irgendeine Form ist, die einfach nur draufgesteckt ist, sondern wir haben wirklich richtige Kohle, die dann halt hier oben drauf dann aufgeschüttet werden kann und festgeklebt werden kann, finde ich eine sehr schöne Sache. Mit dabei haben wir natürlich auch ein paar Unterlagen. Und zwar haben wir hier bei der Lokomotive einen ESO V5 Sounddecoder verbaut. Und dazu haben wir hier mit diesem Blatt dann auch nochmal die Auflistung aller Sounds. Auf der Rückseite nochmal die Hinweise zu den einzelnen
Pins und beziehungsweise Belegung von dem Sounddecoder. Dann haben wir hier nochmal grundsätzliche Hinweise, Sicherheitshinweise etc. Und dann natürlich das Wichtigste, hier die Pflegeanleitung für die Lokomotive und auf der Rückseite das Ersatzteilblatt. Das darf natürlich nicht fehlen bei so einer Lokomotive, denn wir haben hier wirklich sehr viele Kleinteile verbaut. Aber wie gesagt, es ist alles dabei und so soll es auch sein. Ja, schauen wir uns natürlich jetzt auch die Lok mal im Detail an. Ich war natürlich schon draußen auf der Anlage, habe die Lokomotive fahren lassen und habe wirklich meine Freude dran gehabt. Sie ist wirklich robust, sie fährt überall und sie nimmt jede Kurve sehr elegant. Wir haben hier, wie ja eben schon gehört, das Triebwerk 1D. Bedeutet natürlich, wir haben hier keine Achse. Insofern macht sie wirklich ein sehr gutes Bild auch in engen Kurven. Wir haben hier hinten im Tender natürlich dann den Decoder verbaut und haben dann auch hier die Stromabnahme. Die Stromabnahme ist dann nach hier vorne. Dann hier sitzt der Motor mit dem Haupttriebwerk, was angetrieben wird. Es ist sehr vieles aus Metall. Wir haben hier vorne den klassischen Bügel für diese Baureihe. Wir haben auch hier am Führerstand, das finde ich auch sehr interessant, ja, ein Schutzgitter, wo auch der Lokführer geschützt wurde damals. Wir haben, wenn man das mal so ein wenig hinstellt, haben wir einen wunderschönen Blick ins Innere des Führerstandes. Wir haben die Feuerbüchse, also sprich unten, da wo die Kohle dann halt hin reingegeben wird. Die ist beleuchtet mit einer flackernden LED. Auch grundsätzlich ist auch die Beleuchtung der Lokomotive, also sprich das Zweilicht-Spitzenlicht auf beiden Seiten in LED-Technik und auch die Aufbauten ist wirklich sehr schön und filigran gehalten. Wir haben hier auch die ganzen Leitungen, also da ist wirklich alles genau da, wo es hin soll. Ich habe mir Originalfotos angeguckt, also wie gesagt hier eine wirklich sehr hochwertige Verarbeitung. Fassen wir die Lok nun mit ein paar Stichpunkten zusammen. Es ist eine Neuheit von diesem Jahr, also sprich 2023. Frisch rausgekommen ist sie noch gar nicht so lange auf dem Markt. Wir haben hier, wie ja eben schon gehört, das DC-Modell mit digitalem Decoder und Sound ab Werk. Wir haben einen fünfpoligen kräftigen Motor mit Schwungmasse. Wir haben eine Kupplungsaufnahme NEM 362 mit Kurzkupplungskinematik. Direkt ab Werk verbaut haben wir hier die normalen Bügelkupplungen. Wenn man die natürlich nicht haben möchte und man möchte die Wagen halt schön eng gekuppelt haben, kann man hier dank der Kurzkupplungskinematik die Bügelkupplungen einfach rausziehen und über den Normschacht dann eine Kurzkupplung von Rocco oder zum Beispiel Fleischmann dann problemlos verbauen. Wir haben hier ein Zweilicht-Spitzensignal, was standardmäßig nur vorne angeht. Fährt man zurück, muss man eine zusätzliche Funktionstaste drücken, dann erst geht hinten das Licht an. Alles natürlich in LED-Technik. Wir haben einen eingerichteten Führerstand mit flackernder Feuerbüchse. Wir haben die Betriebsnummer 140C70, das auch nochmal hier auf den wunderschönen Metallschildern drauf zu sehen, was man dann schön an der Lok anbringen kann. Und wir haben ja, wie auch eben schon gehört, einen ESO Sound Decoder verbaut. Schnittstelle ist eine NEM 660, also haben wir hier einen 21-poligen MTC Sound Decoder verbaut. Dank ihrer wirklich sehr schönen Achsfolge von 1D hat natürlich auch unser Modell hier eine sehr gute Eigenschaft, was das Kurvenfahren angeht. Denn die Lok hat einen Mindestradius von 356,5 und wir haben eine Länge über Puffer von 224 mm. Es ist eine französische Dampflokomotive der SNCF und wir haben die Epoche 3. Ja, wie sieht es technisch bei uns aus hier an Bord? Wir haben den Sounddecoder, wie eben ja auch schon gesagt, hier im Tender verbaut. Wir haben hier auf allen vier Achsen, die vier befinden sich in jeweils einem Drehgestell, also zwei Achsen befinden sich in einem Drehgestell. Von allen vier Achsen wird dann Strom abgenommen. Wir haben dann hier vorne im Metallchassis dann den Motor verbaut. Hier unten das Haupttriebwerk, also die vier Achsen des Haupttriebwerkes werden angetrieben, wobei hier hinten die letzte Achse mit Haftreifen versehen ist. Das erhöht dann natürlich die Zugkraft der Lokomotive enorm. Überwiegend natürlich die Lok aus Metall. Wir haben den Vorläufer hier vorne, also sprich die kleine Achse, ist schön federnd montiert und wir haben dann auch natürlich im AC dann die Möglichkeit, den Schleifer zu montieren und da haben wir hier im Tender oder beziehungsweise unter dem Tender zwei Möglichkeiten, den Schleifer zu montieren, entweder hier vorne oder dann hier etwas weiter hinten. Und das war es auch schon mit unserem Modell hier in 1:87. Wir machen weiter, wir gehen raus in die freie Wildbahn. Ich sage viel Spaß, Ohren auf, Sound ab.
Am Ende unseres heutigen Videos angekommen, kommt natürlich jetzt mein Fazit bzw. Schlusswort. Ich habe die Lokomotive hier auf unserer Anlage fahren lassen und ich kann nur sagen, ich bin wirklich begeistert. Sie hat sehr gute Fahreigenschaften. Aufgrund ihrer Achsfolge kann sie wirklich auch enge Kurven sehr spielend und leicht durchfahren. Die Verarbeitung ist hochwertig. Auch alleine schon, dass sehr viel an dieser Lokomotive aus Metall ist, hat natürlich den Vorteil, dass sie ordentlich Gewicht auf die Schiene bringt, was auch den Vorteil hat, dass sie natürlich sehr viel wegziehen kann. Die Kohle ist natürlich jetzt hier noch bei uns in der Tüte, aber auch wenn sie dann hier im Tender oben aufliegt, ist das wirklich ein sehr schönes Bild. Mit den Bügelkupplungen vorne, also die würde ich auf jeden Fall abmachen und die vorne wirklich schön zurüsten mit den beigelieferten Bremsschläuchen und Zughaken. Da hat Jurev dran gedacht, das ist wirklich sehr schön, dass man dann da auch die Möglichkeit hat und hinten dann eine schöne Kurzkupplung dran, sodass die Wagen schön Puffer an Puffer fahren und dann ist das ein richtig schönes Bild mit den passenden französischen Wagen hinten dran, ist das wirklich ein Augenschmaus. Lokführer müsste man sich zwar noch holen, aber auch dieser ist relativ einfach zu montieren. Man kann den Nachläufer, den Tender, sehr leicht etwas zur Seite wegdrehen und kommt dann sehr gut an den Führerstand dran, wo man dann zum Beispiel einen Lokführer dann reinsetzen kann. Alles in allem hat mir die Lok wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich kann sie wirklich nur jedem empfehlen, der nicht nur auf Dampfloks steht, sondern auch auf französische Dampfloks. Bevor ich euch jetzt natürlich entlasse aus diesem Video, kommen natürlich jetzt noch das Wichtigste, die Artikelnummern. Die Lokomotive gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten, und zwar einmal in DC Gleichstrom Analog. Das ist die Artikelnummer HJ2405 und die Lokomotive, die wir euch heute hier vorgestellt haben, also sprich mit Abwerk ausgestattetem Sounddecoder, das ist die Artikelnummer HJ2405S. Für Wechselstromfahrer, eben ja auch schon gehört, ist der Schleifer hier beiliegend und man kann die Lok dann ja umrüsten auf Wechselstrom. Ja, Freunde, und wenn ihr die Lok haben möchtet, ist das kein Problem. Einfach auf unsere Internetseite www.modellbahnunion.com gehen. Jetzt kommt der bekannte Move. Oben in die Suchzeile diese Artikelnummer eingeben oder die Artikelnummer, die ihr gerne hättet. Dann auswählen, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Solltet ihr Fragen zu dieser Lok hier haben, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder unter unserem Video hier kommentieren oder uns eine E-Mail schicken an info@modellbahnunion.com. Wir werden in beiden Fällen natürlich euch so schnell wie möglich eine Antwort zukommen lassen. Auch natürlich, wenn ihr eine Frage jetzt habt, die nicht dieses Modell betrifft, könnt ihr natürlich auch entweder hier kommentieren oder uns eine E-Mail schreiben. Das ist kein Problem. Ja, Freunde, jetzt sind wir wirklich ganz am Ende unseres Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video bei der nächsten Produktpräsentation. Und bis dahin wünsche ich euch allzeit HP1, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und tschüss.